Und damit hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge des StarCraft 2 Let's Plays, wo ich in der letzten Folge, weil ich noch das Video geguckt habe, hier unten gesehen habe, dass ich jemanden beschützen muss. Und zwar nicht meine Basis defen, sondern hier unten damit hinterhergehen. Das ist mir zum Glück aufgefallen, sonst wäre das hier mächtig schief gegangen. Ich weiß nicht, wie weit er muss, aber so sollte das passen. Und in der Zeit bauen wir jetzt hier noch Basisverteidigung. Weil die brauchen wir ja zwangsweise. Das Ding kann nach vorne. Das ist okay soweit. So, den können wir hier jetzt machen lassen. Gut, gut. Dann holen wir uns hier mal einen Pylonen. Den stellen wir. Der Megalith hat das erste Stasis-Schloss erreicht. Dahin. Unterirdisch ist er in Sicherheit, während er seine Arbeit verrichtet. Alles klar. Gut zu wissen. So. Dorthin. Und dort einen hin. Dann hier dahinter einen Schildgenerator. Dann müssen wir hier unten auch noch... ich will nicht zumachen hier unten. Das heißt, dorthin kriegt hier ein Schildgenerator das Ding abgedeckt. Ich orte Zerg. Krieger, sorgt dafür, dass keine bis zu unserem Nexuspunkt vordringen. Ja. So. Die Frage ist, wo die Zerg herkommen. Von oben sind wir jetzt gedefft, jetzt müssen wir uns noch von unten deffen. Eure so. Krieger bekämpfen den Gegner. Und jetzt hier. Das Gebäude fehlt uns die Ressourcen. Wie viel fehlen hier noch? 1, 2, 3, 4, wenn der unten da noch kommt. Das passt hier oben. Die Forschung kommt gleich. Also geht es damit weiter. Der Megalith hat das Schloss fast vollständig deaktiviert. Ich rate euch, Vorbereitungen für seine nächsten Bewegungen zu treffen. Machen wir. Die Frage ist, gibt es hier irgendwo noch eine Echse, die wir einnehmen könnten? Weil das wäre natürlich richtig Knorke. Und hier dahinter noch eine Schildbatterie. Dorthin. Und jetzt bewegt er sich hierhin. Die Sensoren zeigen, dass das erste Stasis-Schloss deaktiviert wurde. Der Megalith bewegt sich zum nächsten. Was brauche ich jetzt hier noch? Unten wollte ich offen lassen, das heißt dorthin. Und am besten dorthin. Dort noch einen hin. Und dort noch einen hin. Ja, ihr schafft es doch, oder nicht? Ja, sieht ja ganz gut aus. Warum schiebt ihr so einen Stress? Weil es nicht gut aussieht. Ich weiß es noch nicht. Wir lassen es mal laufen. So, das. Passt das jetzt hier? Haben wir jetzt hier alles? Ich hoffe doch mal. Die Defense. Können wir so stehen lassen? So, den Hetzer wollen wir als nächstes bauen. Jetzt forschen wir hier noch. Und wir brauchen zusätzlich eigentlich nur noch Pylonen. Eins und zwei. Der Megalith ist sicher beim zweiten Stasis-Schloss eingetroffen. Es wird in Kürze deaktiviert sein. Dann wollen wir nochmal die ersten Hetzer mit runterschicken. Interessant. Ich glaube, dass in dieser Anlage einst gigantische Kraftkerne als Energiequelle für Experimente genutzt wurden. Die Kerne sollten noch in diesen Hügeln verborgen sein. Wenn unsere Truppen sie zerstören, können wir die Solarit-Komponenten wiederverwerten. Das war gerade ein Wink mit dem Zaunfall, dass ich hier was einnehmen soll. Aber erstmal brauche ich jetzt selber noch Einheiten und... Ich will erstmal noch mein Bootcap hochbringen. G und was war es? Nicht E. B und E. Aber wie immer, mit vollen Bootcap spielt es sich am angenehmsten. Und immer hier viel Platz, hier unten haben wir viel Platz. Müssen nur hier ein bisschen Platz halten, falls wir... noch aufrüsten wollen mit... Warpknoten. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. So, der erste Hetzer ist hier unten angekommen. Die Basis ist verteidigt und gesichert. Das passt alles. Die Arbeit des Megalithen ist hier beinahe vollendet. Er wird sich bald wieder in Bewegung setzen. Ich habe vergessen, wieder mitzuzählen, wie weit ich schon bin. Reichen die jetzt? Wir werden es sehen. Die
die Hetzerproduktion können wir noch ein Stückchen höher gleich schrauben, aber erst gleich. Upgrade durchgeführt. Wo bewegt er sich denn jetzt? Oh, das ist ein ganz schönes Stückchen, was er jetzt vor sich hat. Stasisschloss deaktiviert. Das Raster erreicht 60%. Der Megalith bewegt sich nun in Richtung des dritten Schlosses. Voraus befindet sich ein Engpass. Gebt auf Krabbler Acht. Sie haben sich auf der Anhöhe verwurzelt. Seid vorsichtig! Und wir haben das Ding noch auf 2, 3. So. F2. Ja, ich weiß, dass die Krieger sich im Kampf befinden. Und ich glaube, wir haben ein mittleres bis großes Problem. Noch hält sich das Problem in Grenzen. Oh, oh, warum bleibt ihr denn stehen? Weiterlaufen. Da ist euer Ziel. Uiuiuiui. So, wir brauchen weitere Warpknoten. Warpknoten 1. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. 2. 4 Warpknoten bei einer Basis, hätte ich gesagt. Ihr werdet hier die 1. Und kriegt dort auch einen Sammelpunkt. Genau. So, soweit sieht das erstmal ganz gut aus. So, und jetzt noch der letzte knackige Punkt. Ja, aktuell auch stark nach Schiefgehen aussieht. Wo laufen die hier oben rein? Kommen die da an? Die kommen da an. Okay, hier, voll machen. Hat er gleich sein Schild verloren. Boah, das war aber knapp. Okay, so. Jetzt gehen wir mit denen mal hier oben hin. Was gibt's denn hier oben? Gute Arbeit, Krieger. Der Megalith schaltet das dritte Schloss aus. Okay. Machst hier weiter, bitte. Ja. Passt. Der erste Kraftkern wurde gesichert und wird gerade an Bord gewarpt. Uiuiuiui. Der Anfang war dann doch etwas härter, als ich dachte. Als es zum Schluss dann... Ja. Zum Schluss wurde es nochmal eng. Sagen wir es so. Oh, die haben den als Sammelpunkt. Das ist natürlich nicht gut. Das ist euer Sammelpunkt. Bei dahin. Und jetzt der Koloss rennt hier hin. So, brauche ich die Ressourcen, die hier noch rumliegen? Ich brauche die Ressourcen nicht. Demzufolge lasse ich sie liegen. Und habe jetzt nur noch als Ziel, dass hier die Produktion läuft und dass ich hier meine Forschung in die Schlange kriege und die Forschung laufen. Dieses Schloss ist beinahe vollständig destabilisiert. Der Megalith wird in Kürze das nächste aufsuchen. Ja, Hauptsache, er hat dann wieder volle Leben. Ja, wo so weit unten war er noch nicht. Habe ich hier noch irgendwas? Nein. Ich habe hier unten nicht erkundet, ob hier vielleicht noch was ist. Alles nicht so wichtig. Das hier passt zum Glück auch. Upgrade durchgeführt. Jo. Das dritte Schloss wurde ausgeschaltet und der Megalith bewegt sich weiter. Meine Sensoren zeigen an, dass Cypross langsam aus der Stasis erwacht. Es verbleiben nur noch 2 Schlösser, Hierarch. Ich orte im Höhlennetzwerk vor uns eine große Anzahl an Zerg-Organismen. Wir können uns das Terrain zunutze machen. Bringt die Felsen beim Höhleneingang zum Einsturz und schließt die Zerg im Inneren ein. Uiuiui, da haben wir ein bisschen was vor uns gerade, was ich hier sehe.
den Gegner. Ich weiß gar nicht, ob wir das schaffen, was jetzt hier gerade von uns verlangt wird. Wir haben ein bisschen was weggekriegt. Eine beträchtliche Anzahl Zerg wurden in den Höhlen vor uns geortet. Vorsicht ist geboten. Es ist mir schon klar, dass hier Vorsicht geboten ist. So, komm. Erst da schön ganz schnell weg. So, und jetzt geht's weiter. Lauf mal dahin, damit ich mein Schiff hier verteidige. Und das passt alles. Ach, hier oben ist noch ein Höhlensystem. Deswegen ist ja so Party. Wir kommen nicht voran. Upgrade durchgeführt. Nehmen wir die beiden und schicken die mal nach vorne. Phasenrelais autorisiert. Der Megalith deaktiviert nun das vierte Schloss. So, und ihr zwei nochmal mitkommen. Hier hoch. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Upgrade durchgeführt. Dann haben wir das auch, richtig? Beide Kraftkerne wurden zerstört. Ich beginne sofort damit, sie zu untersuchen. Perfekt. Haben wir alles? Das hier ist voll. Forschung laufen. Ah, die Mission haben wir geschafft. Wie viele Kraftkerne haben wir noch? Das ist der letzte gewesen. Ja, okay. Wir haben eindeutig mit einer sehr, sehr komischen Priorität gespielt. Für so eine stressige Mission hätte ich ganz anders spielen müssen. Ich sollte mir angewöhnen, ein bisschen mehr auf Geschwindigkeit am Anfang zu spielen und nicht mehr so gemütlich aufzubauen. Oh, habe ich jetzt aus Versehen einen Protektor hier reingesetzt? Wenn ja, wo? Nein, habe ich nicht. Die Destabilisierung des Schlosses ist fast abgeschlossen. Der Megalith wird sich bald zum nächsten begeben. Doch, er läuft noch einen weiter. Alles klar. Wahrscheinlich hier oben irgendwo. Uiuiui. Da wollten sie ihn direkt abfangen, als er rauskommt. Ich glaub's nicht. Einfach nur dreist. So, wohin? Da hinten hin. Und go. Sie wissen hoffentlich, was der richtige Weg ist. Das Schloss ist deaktiviert und der Megalith ist wieder unterwegs. Der Stasisschirm ist bei 20% Leistung. Oh. Meine Sensoren registrieren Bewegungen im Zergschwarmstock in der Nähe. Sie verstärken das letzte Schloss. Wir haben zwischen den Megalithen und dem letzten Stasisschloss einen Schwarmcluster der Zerg gesichtet. Unsere einzige Wahl ist, das Gebiet zu säubern. Die Sensoren melden eine seismische Störung. Nydoswürmer graben sich zu eurer Position vor. Auch noch zusätzlich Nydoswürmer. Dann haben wir richtig Party jetzt. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. So. Hier oben ist Ruhe. Weiter geht's dahin. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Und ja, jetzt müsste ich bloß noch gucken, dass irgendwo Tore sind, die wir zumachen müssen. Aber ansonsten haben wir es, oder? Wir sind jetzt noch einmal hier oben lang, richtig? So. Naja, was ist das denn hier für eine Party, ey? Ist das geschissen? Problem ist, dass die hier so rumstehen. Fällt mir nicht. So. Jetzt schießen die nämlich auch wieder alle. Die haben nicht so eine komische Front gebildet. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Ja, wenn die so eine Reihenfront bilden, ist das immer ein bisschen blöd manchmal. Das hier passt auch. Krieger bekämpfen den Gegner.
kann ich da zufrieden sein mit dem Ergebnis. Und, ah, wir kriegen direkt eine Zwischenanzeige. Das letzte Schloss ist destabilisiert und der Stasisschirm deaktiviert. Erfolg! Cybros ist von der Stasis befreit. Ruft alle Streitkräfte von der Oberfläche zurück. Nun lasst uns Cybros befreien. Das war ein cooler Effekt. So, nur ein Erfolg. Was war der Rest? 40 weniger Erfolg, nachdem die Zerg aus ihrem hervorgekommen sind, versiegeln sie das Tor. Achso. Und zerstören die Tor Vergangenheit. Wie gerade normal ist. Ja, gut. War nicht so wichtig. Wir haben die Mission ja trotzdem geschafft. Mich wundert, dass die Zerg sich viel gegen uns stellen. Also, es kann ja nicht der Hauptschwarm sein oder nicht von Kerrigan angeführt. Neue Einheiten erwarten eure Inspektion im Kriegsrat hierarch. Kriegsrat, deswegen gehen wir in den Solarkern. können wir was zuweisen? Können wir nicht. Haben wir das eigentlich schon mal benutzt? Massenrückruf haben wir noch nicht benutzt. Gewährt allen verbündeten Einheiten sofort ein Schild. Ruft Phoenix für kurze Zeit auf das Schlachtfeld. Phoenix. Bei der Landung fügt er Einheiten und Zielgebiet 200 Schaden zu. Phoenix greift selbstständig an und kann die... Ja, das werden wir auf jeden Fall haben wollen, sobald wir soweit sind. Das lassen wir alles so. Das hier, das ist eigentlich noch ganz geil, so ein Verstärkungspylon. Den werden wir noch mitnehmen, sobald wir das hier alles haben. Ja, wir werden den Verstärkungspylon noch mitnehmen. So, jetzt reden wir noch mit den beiden. Cybros kann den Zerg nicht lange widerstehen. Wir sollten uns beeilen, wenn wir die Richter noch retten wollen. Ich brauche euren ehrlichen Rat, Phoenix. Glaubt ihr, dass die Richter sich uns anschließen werden? Ich weiß es nicht. Es könnte sein, dass sie zornig und verbittert sind, aufgrund der Taten unserer Vorfahren. Die Dailam sind nicht die Konklave. Ein gemeinsames Ziel vereint uns wie niemals zuvor. Und daher muss es den Richtern erlaubt sein, ihr eigenes Schicksal zu wählen. Ohne Freiheit kann ein Volk kontrolliert, aber niemals vereinigt werden. Das ist wahr. Und doch können die Erstgeborenen nicht noch einen anderen Feind gebrauchen. Und ich glaube daran, dass ihr euch keinen weiteren machen werdet. Eure Taten entscheiden über die Zukunft der Templer wie auch der Richter. Aber es ist an der Zeit zu handeln, Hierarch. Ihr habt recht. Der Pfad, der vor uns liegt, ist schwer, aber notwendig. Ich danke euch, mein Freund. Euer Plan ist aufgegangen, Karax. Der Stasisschirm ist deaktiviert. Jetzt müssen wir schnell handeln. Wenn wir Cybros aktivieren, sollte sich die Kampfstation selbst verteidigen können. Und die Richter? Sie waren jahrtausende lang inaktiv. Es ist möglich, dass sie immer noch Groll gegen unseresgleichen hegen. Wenn sie sich gegen uns wenden, werden wir sie bekämpfen müssen. Wir fügten ihnen schon einmal Unrecht zu, weil wir nicht verstanden, was wir erschaffen hatten. Diese Persönlichkeiten mögen Replikationen sein, doch sie sind lebendig. Nach all der Zeit, die ich mit Phoenix verbracht habe, teile ich eure Ansicht. Und hier in den Kriegsrat. Und mit ihr zuerst? Warum wurde für Cybros ausgerechnet die Umlaufbahn von Endion ausgewählt? Endion ist seit Jahrtausenden ein Rückzugsort für Forschung. Protoss-Gelehrte suchten diesen Planeten auf, um fernab von jeglichen politischen Angelegenheiten ungestört nach Technologien zu forschen, die dem gesamten Imperium von Nutzen sein würden. Hier wurde ursprünglich die Psi-Matrix entwickelt. Als entschieden wurde, die Richter zu deaktivieren, wurden sie zu einem Symbol unseres technologischen Fortschritts, doch auch der damit verbundenen Gefahren. Deshalb wurden sie in die Nähe einer Forschungskolonie gebracht? Was wäre besser geeignet als ein Ort, an dem unsere besten Wissenschaftler lebten und unermüdlich daran arbeiteten, das Cybros umgebende Stasisfeld zu verbessern? Wie viele Einwohner hatte die Welt unter uns? 800.000 Kalai und ein Kontingent Templer. Ich kann nur hoffen, dass ihr Tod kurz und schmerzlos war. Neue robotische Belagerungstechnik ist eingetroffen, Hierarch. Bitte trefft eure Auswahl. Robotische Belagerungstechnik? So, den Protektor haben wir nie benutzt. Den auch nicht. Ist also kackegal.
Guck mal, wer hat passive Dinge? Der hat passive Dinge. Da habe ich auch schon mal geguckt. Der hat passiv. Adun erneut dienen. Schick ja. Mich in. Weil ich nehme für Einheiten, die ich eigentlich nicht produziere. Eigentlich nutze ich nur den Hetzer. Da, so und da der Hetzer das einzigste Update ist, was es hier gibt. Ja. So, hier der Koloss. Und den könnte man vielleicht später nochmal gebrauchen. Den sollte ich mir durchlesen. Bots, Scraps, Explosive, die automatisch an die Ziele des. Ne, wir nehmen das hier. Weil die, muss ich sagen, die Kolosse, die drücken schon gut rein. Also da kann man später doch noch einiges mit regeln. So, also zumindest in dieser Folge habe ich das gerade schon gesehen, aber die Kolosse sind halt langsam und können nicht auf R schießen. Das heißt, Kolosse alleine bringt es nicht, aber so ein paar Kolosse mit da reinzustellen, ist nicht dumm. Kann ich davon ausgehen, dass ihr diese mechanischen Krieger an euren Willen binden wollt? Ihnen wird ihr freier Wille gelassen, genau wie Phoenix. Sie zu versklaven war der Grund für ihre Revolte. Ach, euer einfältiger Idealismus strapaziert meine Geduld. Idealismus? Sie sind den größten Helden unserer Geschichte nachempfunden. Wir versuchen, euer Volk vom Malaschs Joch zu befreien. Und ihr trachtet danach, meines zu unterwerfen? Freiheit ist mir gleichgültig. Sie macht dein Volk nur schwach. Ich werde Malasch vom Thron stoßen und meine Untertanen vor dem Untergang bewahren. Aber frei werden sie nicht sein. Sie werden mir dienen. Freiheit ist nichts als eine Täuschung der Machtlosen durch die Mächtigen. Ihr sprecht wie Amon. Ändert dies, wenn euch euer Leben lieb ist. Setzt diese Phoenix-Maschine als den neuen Exekutor der Richter ein und benutzt sie als die Instrumente der Zerstörung, als die sie erschaffen wurden. Okay, und jetzt gucken wir uns an, was die nächste Mission ist. Ist direkt eine, die wir starten können. Nach der Deaktivierung des Stasis-Schirms haben die Zerg begonnen, sich auf der Oberfläche von Cybros auszubreiten. Es bleibt nicht viel Zeit, die Richter in Sicherheit zu bringen. Eure Templer sind bereit, Hierarch. Gebt den Befehl und wir werden Cybros zurückerobern. Ja, eine Eroberungsmission. Und ich hoffe, wir haben wieder eine Basis und ich werde diesmal schauen, dass ich vielleicht nicht so lange mich aufbaue. Je nachdem, schauen wir doch mal. Ihr kennt das ja schon, ich baue mich am Ende doch wieder komplett auf. Die Zerg sind wahrhaftig so zäh, wie es die Archive berichten. Ihre Verseuchung breitet sich schon auf der Oberfläche aus. Und Amons Hybriden haben begonnen, die Schwarmstücke zu verstärken. Wir müssen auf den Beistand der Richter hoffen, wenn wir siegen wollen. In der Tat. Laut den Konstruktionsplänen wird Cybros von 4 unabhängigen Quadranten mit Energie versorgt. Die Energiezufuhr zu jedem Quadranten wird durch 3 Nulltransistoren unterbrochen. Wenn es uns gelingt, alle Transistoren eines Quadranten zu neutralisieren, sollte zumindest ein Teil der Richter aktiviert werden. Wir müssen ein wachsames Auge auf die Kernmatrix haben. Wenn sie fällt, fällt Cybros mit ihr. Also, Kernmatrix beschützen und die einzelnen Kristalle da zerstören. Das war das, was ich rausgehört habe. Wir sollten die Nulltransistoren ausfindig machen, sobald es sicher ist, Hierarch. Das Ding müssen wir beschützen. Artanis, in der Nähe der Kernmatrix stehen deaktivierte Kanonen. Wenn wir sie mit Energie versorgen, könnten wir diese Position effektiv verteidigen. Ja, keine Sorge, ich werde die auch mit Energie versorgen. Von hier kann ja nichts kommen, doch von hier kann auch was kommen. Hier haben wir ein bisschen was zum Deffen. Müssen wir ein bisschen was an Geld ausgeben. Aber bevor wir Geld ausgeben können zum Deffen, müssen wir zwangsweise etwas anderes machen. Nämlich am besten eine kleine Armee aus ein paar Hetzern, Cybernetikkern und wir brauchen hier massig von diesen Arbeitern. So, dann brauchen wir hier einen Cybernetikkern. Hier ist er. Den stelle ich hier oben in die Ecke. Dahin.
Ja, Glück haben, kriegen wir hier gleich einen Pylon, dann können wir hier einen hinpflanzen. Was heißt, wenn wir Glück haben, den kriegen wir hundertprozentig? So, und damit geht der erste Hetzer vom Band. Auch wenn es nicht viel ist, was wir hier jetzt haben, aber... Ja, ich hoffe mal, dass wir nicht überrannt werden. Und jetzt stellen wir hier einen Pylon hin. Da haben wir uns zumindest ein bisschen was schon mal. So, die Forschung hier, okay. Was brauchen wir noch an Gebäuden? Wir brauchen noch eine Schmiede. Eine Streitmacht der Zerg bereitet sich vor, die Kernmatrix anzugreifen. Verteidigt sie! Eine Schmiede hier daneben, richtig. Genau, das ist keine Schmiede. Und das ist dann, das sind wir hier vollständig. So, dann geht ihr mal nach hier unten und du baust hier mal noch ein paar davon. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Und jetzt schnappen wir uns das hier und bauen hier mal noch die Eingänge zu. Also nicht zubauen, sondern so, dass wir Dev zu stehen haben. Hier und hier. Wir sollten ausrücken und die Nulltransistoren zerstören. Die Richter werden die Zerg angreifen und sie von der Matrix fernhalten. Also ich rück noch nicht aus, auch wenn das vielleicht deine Idee ist, aber nein. So, und hier oben müssen wir wieder den Eingang freilassen. Ich registriere einen selbstständig erwachenden Richter. Wartet, etwas stimmt nicht. Die KI handelt eigenmächtig. Sein Solarit-Speichergefüge ist instabil geworden. Der Schaden ist irreversibel. Lasst uns ihn deaktivieren, so können wir zumindest sein Solarit nutzen. So, hier den Eingang haben wir zugemacht. Hier unten, defen wir anders. Und zwar, wenn wir hier den Eingang und da den Eingang zumachen, funktioniert das, wie ich mir das vorstelle. Weil es ja doch ein breiter Eingang ist. So, ja, das geht. Und hier, das kriegen wir auch gedefft. Okay, dann kommt einmal dort ein Pylon hin und hier ein Pylon. Und hier drüben haben wir das gleiche Spiel, dort ein Pylon und am besten dort ein. Die Zergbruten haben auf unsere Strategie reagiert. Sie bewachen nun die Nulltransistoren. Ja, können sie doch machen. Gar kein Problem, wenn sie die bewachen. Hier machen wir, lassen wir den oberen Eingang offen. Das heißt, da einen hin. Und da einen hin. Und hier eine Schildbarriere hin. Und theoretisch noch darüber eine. Ich weiß gar nicht, wie viel hier kommen wird. Und hier unten können wir, müssen wir auch offen lassen. Wir müssen auf beiden Seiten offen lassen. Das ist wichtig. Demzufolge setzen wir hier einen hin. Wo muss die Schildbarriere dann hin? Hier oben reicht die aus. Perfekt. Und dann noch dort. Und dann sind alle Eingänge immer noch offen. Und jetzt hier unten. Die Zerg greifen aus dem Nordosten an. Sie versuchen den Nexus zu verrennen. Ja, können sie. Bin ich gegen gewappnet. Bin nämlich nicht blöd gewesen. So, hier. Können wir oben zumachen. Genau, so perfekt. Dann ist oben schon direkt zu, was ich mir im Kopf vorgestellt habe. So. Perfekt. Bildbarrieren dahinter. Dort eine hin. Also in einem Bunker sind die Protoss echt heftig. Und die halbe Stunde ist rum. Das heißt, wir machen kurz eine Aufnahmepause.
Ja, und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Gebt mir Feedback, ich freue mich wie ein Scheiß und sage wie immer zum Schluss. Tschö mit Ö.